Wenn wir zum Beispiel bei Demos vor Hochburgen von Tierversuchen gezogen sind und Megafone anmachen wollten, dann wurde normalerweise, kam die Polizei und hat dann gesagt, das ist verboten. Und wenn dann die Polizisten mich erkannten, haben sie gesagt, also okay, gehen Sie noch näher ran an diese Stätte, wo die Labore waren und die Tiere eben gequält wurden. Also es ist schon sehr unterschiedlich, wie man behandelt wird, wenn man als sogenannter Promi erkannt wird. Und darum habe ich eben auch immer wieder in Mutlangen die Blockaden mitgemacht, wo ich nicht als Promi hinging. Obwohl ich manchmal, das habe ich auch in meinem Buch und dennoch geschildert, mutlos war und dachte immer wieder hierher, die anderen gehen Skifahren und die essen Gänsebraten Ihre und Freunde. Freunde. Ich hatte keine Freunde mehr. Und das ging vielen so, Freunde sind weg. Für die ist man unbequem, ein schlechtes Gewissen macht man ihnen, jetzt ab mit dem Gänsebraten sowieso, nicht? Als Vegetarierin. Und dann noch Pazifistin, Vegetarierin und Und wer, wenn... hält keiner aus, hält keinen Partner aus und auch die Freunde nicht. Und wer wendet sich dann in so einer Konstellation von wem ab? Ihre Freunde von Ihnen oder wie lief das? Beides. Es passt nicht mehr einfach, nicht? Was soll man? Soll man sich dauernd rechtfertigen, warum man das macht? Man findet andere Freunde. Früher waren es eben Freunde so in kleinen, wo man eben lebte, dass man zusammen was machte. Und jetzt habe ich international so viele Freunde in der ganzen Welt, eben Friedensbewegte, Umweltschutzbewegte. Und ich habe noch nie so viel Rückhalt und so viel Feedback bekommen und so viel Lob für das ich was ich getan habe, jetzt ja über 40 Jahre. Und es ist die schönste Phase in meinem Leben, muss ich sagen.